Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Minister in Kiew, Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin trafen in der ukrainischen Hauptstadt Präsident Selenskyj. Nach dem Gespräch kündigten sie weitere militärische Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte an. Darüber hinaus sollen im Laufe der Woche auch US-Diplomaten wieder in die Ukraine zurückkehren. Freude und Dankbarkeit bei Frankreichs Staatspräsident Macron. Nach seiner Wiederwahl kündigte er an, auch auf diejenigen zuzugehen, die extrem rechts gewählt hätten. Der Amtsinhaber hatte die Stichwahl laut vorläufigem amtlichen Endergebnis mit knapp 59% der Stimmen gewonnen. Seine Herausforderin Le Pen kam auf gut 41%. Die Rechtspopulistin hofft nun auf die Parlamentswahlen. Machtwechsel nach Parlamentswahl in Slowenien. Die liberal-grüne Freiheitsbewegung von Quereinsteiger Golob hat die Wahl mit 34,5% klar für sich entschieden. Der bisherige Ministerpräsident, der Rechtspopulist Janša, kam nach Auszählung fast aller Stimmen mit seiner Partei nur noch auf 23,6%. Seine Niederlage hat er bereits eingeräumt. Rehlinger, neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die SPD-Politikerin wurde im Saarbrücker Landtag im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von CDU-Politiker Hans gewählt. Die bisherige Wirtschaftsministerin des Bundeslandes erhielt 32 der 51 Stimmen. Das waren 3 mehr, als die SPD-Fraktion Sitze hat. Rekordhoch bei Militärausgaben. Sie stiegen im vergangenen Jahr weltweit auf gut 1,9 Billionen Euro. Das fand das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI heraus. Deutschland lag dabei auf Rang 7. Am stärksten haben die USA, China, Indien, Großbritannien und Russland investiert. Das Wetter. Heute viele Wolken, kurze Auflockerungen. Vor allem vom Westen und Südwesten bis in die Mitte Schauer oder Gewitter. Im Umfeld der Küsten meist sonnig. Höchstwerte 8 bis 17 Grad.